Das sieht Anna Thielbuch zum ersten Mal in ihrem Leben, eine Zechenkaue, und ist beeindruckt von der Atmosphäre. Bergwerk, Kohle, Ruhrgebiet, das ist Neuland für die Ukrainerin. Und dabei soll sie doch gerade darüber eine Show abliefern. Anna Thielbuch ist Sandmalerin. Ihre neue Show heißt Die Geschichte des Ruhrgebiets. Wirklich ein Problem für jemanden, der 2300 Kilometer entfernt an der russisch-ukrainischen Grenze aufgewachsen ist. Hier in dem Gebiet gibt es sehr viele verschiedene Zeche. Und wann ich male, ich muss verstehen, diese Zeche ist von dieser Stadt oder von diesem Teil. Und das war wichtig. Feinsten Sand aus Afrika hat die 27-Jährige mitgebracht. Jede Sandmalerin schwört auf ihre eigene Mischung. Damit zeichnet sie jetzt Motive aus dem Ruhrgebiet. Knapp 90 Minuten lang einen Tourismuskatalog mit den Sehenswürdigkeiten aus der Region. Als Kind habe ich gemalt mit Bleistift und mit anderen Stiften. Und ich habe probiert mit Sand malen. Das ist ein bisschen anders. Wenn ich male mit Sand, ich male mit Händen und ich kann Sand fühlen. Taubenfeta und Trinkerl, Currywurst und Atze Schröder. Die Show lässt kein Ruhrgebietsklischee aus. Dazu singen Grönemeyer Westernhagen und Schlagerbaden mit Ruhrpott-Dialekt. Der Härtner Veranstalter Gregor Leinweber hat die Show zu Härtner Zeche Schlegel und Eisen geholt und am Konzept mitgearbeitet. Sein Ziel? Dass sie emotionalisiert, dass viele Leute hinterher sagen, Mensch, das war hochspannend. Und nicht nur aufgrund der Motive, sondern ich finde die Kunst einfach sehr, sehr interessant und toll umgesetzt. Also als ich das erste Mal in Hamburg gesehen habe, war ich halt so begeistert, dass ich gesagt habe, das müssen wir zu uns nach Nordrhein-Westfalen holen. Das mit den Emotionen funktioniert am besten, wenn Anna Thielbuch den Ball ins Spiel bringt. Fußballhymnen, Ascheplätze und Arenen, da klatscht das Publikum sogar mit. Schön finde ich, dass das alles regionale Eindrücke sind, dass ich mich jetzt nicht mit Hamburg oder Bremen oder München beschäftigen muss, sondern dass das alles lokale Motive sind. Und dann so naturgetreu, ich war einfach hinreißen. Ganz überwältigt eigentlich, ja, doch. Also das ist mal was ganz anderes, was man so alltäglich nicht sieht und ja, was man aus Sand halt machen kann. Finde ich gut. Was Anna Thielbuch aus Sand so machen kann. Nach ihrem ersten Auftritt in Härten erzählt sie, dass sie das eine oder andere Motiv auch noch mal besuchen will. Bisher kannte sie vom Ruhrgebiet nichts als Fotografien.